Es geht weiter im Busprojekt. Und zwar habe ich mir mal einen Raum besorgt, wo ich nachher den Bus zerlegen und auch nachher lackieren kann. Wie man sieht, ist hier schon mal alles so ein bisschen aufgeräumt. Und was heute auf dem Plan steht, ist, wir zerlegen den Bus. Das heißt, bauen alles ab, was nicht mitlackiert werden soll. Und lassen die Türen und die Hauben und so aber nochmal dran, weil wir, wenn wir den schleifen, das einfacher haben, wenn es einfach noch alles am Auto ist. Das alles seht ihr in diesem Video. Mein Name ist Helge und jetzt viel Spaß. Als erstes fangen wir vorne mal an und bauen die Scheinwerfer aus und die Stoßstange ab und den Grill. Und dazu machen wir mal die Haube auf und fangen mal locker an zu schrauben. Hätte ich es befürchtet. Für die Scheinwerfer muss natürlich die ganze Stoßstange ab, aber die wollen wir eh lackieren und die muss eh ab. Also heute nicht so schlimm, aber falls ihr mal Scheinwerfer tauschen wollt an dem T5 Facelift, Stoßstange muss ab. Also weiter geht's. Mein Lieblingswerkzeug, rote Keile. In diesem Fall nicht so schlimm, weil die eh getauscht wird, aber wenn das mal lackiert ist, kommt man hiermit besser hin. So, jetzt haben wir vorne alles abgebaut. Die Klappe selber lassen wir noch dran, weil dann kann man die nämlich schön schleifen und muss sich die nicht irgendwo fest aufbauen. Die bauen wir erst ab, wenn alles fertig vorbereitet ist zum Lackieren. So, vorne ist damit fertig, arbeiten wir weiter nach hinten durch. Die Leiste kann man nicht ganz rausmachen, kann man schon, da muss man die Scheibe ausbauen, aber ich keine Lust zu. Es reicht ja für unsere Zwecke, wenn die so weit abgemacht ist, dass sie uns nachher beim Lackieren nicht stört. Hier auch. So, Tür, Griff ausbauen und so arbeiten wir uns immer weiter nach hinten durch. Diese Schraube rausdrehen und den Griff dabei auf Spannung halten. Damit wird quasi die Schraube losgedreht, die dieses Teil festhält.
So, jetzt sieht man auch schon, jetzt kann man es loslassen. Man sieht, dass man das jetzt rausnehmen kann. Und jetzt ist hier vorne ein Seilzug, den wir einfach aushebeln. Und dann können wir das Teil nach vorne rausnehmen. Jetzt haben wir alles abgebaut, was für den ersten Schritt notwendig ist. Jetzt haben wir die nackten Karosserieflächen. Da sehe ich gerade, das müssen wir auch noch schnell ausbauen. Mit dem ersten Schritt bin ich jetzt fertig. Ich habe jetzt alles ausgebaut, was die Karosserieflächen irgendwie beeinflussen könnte, weil im nächsten Schritt wollen wir uns angucken, wo sind denn Beulen, Dellen und wollen den Rost beseitigen. Und dafür müssen die ganzen Flächen einmal angeschliffen werden, damit wir das sehen, wo man noch nacharbeiten muss. Das ist der erste Schritt und wenn das quasi von außen alles fertig ist, dann baue ich den restlichen Teil innen ab, die Schlösser und sowas alles, weil innen drin soll natürlich auch einlackiert werden, an den Stellen im Einstieg und sowas alles. Aber jetzt schauen wir uns das einmal an. Alles raus. Hier mache ich noch den Kleber ab. Jetzt mal weiter. Tür ist zu. Alles raus. Scheibe bleibt drin. Die wird nachher nur abgeklebt. Hier vorne Gummisätze raus. Spiegel ab. Das hier wird nachher auch nur abgeklebt. Das brauchen wir nicht abzubauen. Dann hier schön Stoßstange vorne ist alles ab. Und die andere Seite natürlich auch. Und wenn man hier mal so lang guckt, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, dann sieht man schon, dass da ein paar Dellen sind. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier, zum Beispiel hier. Das muss natürlich weg, ne? Das wollen wir nicht. Und hier schauen wir auch mal. Das scheint nicht hier zu sein, der Rost, sondern das scheint da rauszulaufen. Auch da schauen wir uns genau an. Dazu muss das aber ab. Aber auch das machen wir erst, wenn wir außen draußen alles glatt gemacht haben. Dann bauen wir die Sachen noch ab und dann schauen wir uns den Rest an. So, dann geht's jetzt los. Aber die komplette Lackvorbereitung seht ihr im nächsten Video. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann jetzt Kanal abonnieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da. Ich lege schon mal los, ihr schaltet ab und wir sehen uns im nächsten Video wieder.